So, Heidi Ho, meine Lieben. Da sind wir wieder. Der Yuzi springt hier schon rum. Der David steht, hockt hinter mir. Wir zocken Sons of the Forest weiter. Wollen uns heute mal den Hängegleiter holen und das Fernglas. Das ist zumindest der Plan. Wir hoffen euch jetzt gut da draußen. Und wir müssen ehrlich sein, wir wissen jetzt nicht mehr genau, warum wir hier sind. Aber wir gehen jetzt tiefer, weil wir sind in der Höhle. Da gibt es ja irgendwo Sinn. Jo. Falls irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmen sollte, schreibt gerne in den Chat oder sagt da denn auf YouTube gerne in den Kommentaren auch Bescheid. Man lernt nie aus. Jo. Sonst wir drei uns je zu weit tutti, oder Jusen? Meistens Bombe, ja. Meistens Bombe. Ja. Oh, das hört sich doch gut an. Hat heute ein bisschen gestürmt bei uns. Also so vor ein paar Stunden, Alter. Hat richtig dick geschneit und richtig doller Wind. Der Schnee ist wirklich von links nach rechts geflogen und von oben nach unten. Nee, erstmal war es eigentlich ganz schön so den Tag. Es war ein bisschen gräulich, aber dann kam mal die Sonne raus. War eigentlich ein recht angenehmer Tag. Aber auf einmal gucke ich aus dem Laden raus und ich sehe nur von rechts nach links irgendwas wegflattern. Dachte mir, was geht denn da draußen ab, Alter? Und da habe ich den Regen und den ganzen Sturm mitgekriegt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist der Drops hier lutscht, sag ich mal. Kann jetzt nicht schlechter werden. Auf einmal fängt der Schnee an, Alter. Weißt du, da denkst du dir, what the fuck, Alter. Dafür hast du dich eigentlich vorbereitet. Ich hatte nicht mal einen scheiß Regen schon bei gehabt. Also. Aber die Bahn war, bei mir ist ja gleich die Haltestelle. Von daher. Du krass nass werde ich nicht, aber trotzdem. Das war. Also ich hatte ich sag mal, David hatte ein schlimmeres Schicksal. Der Zeit. Ja, ich hatte halt auch wirklich Glück, dass Kunde ausgefallen ist und ich ein bisschen nach vorne verschieben konnte, den innen, und dadurch war ich früher zu Hause, sonst wäre ich da auch durch den Regen und durch den Schnee geradelt heute. Ja. So wie Dildo, oder was? Er hat's ja nicht weit bis nach Hause. Muss er nicht aber durch Dildo ist, aber Dildo ist heute eigentlich nur durch Regen gewandert, hat er gesagt. Ja, auf dem Weg hin und auf dem Weg nach Hause. Und zwischendurch war halt schönes Wetter, während ich drin auf Arbeit saß. Also lag's an dir, Mann. Scheiße, warum hast du nicht länger gearbeitet heute? Eine Stunde vor Feierabend hat's angefangen zu regnen. Ich dachte, okay, gut. Ja, hat's richtig hart angefangen zu stürmen. Dann dachte ich, okay, vielleicht hast du noch eine Dreiviertelstunde, vielleicht hört's dann auf. Und dann kurz vor 17 Uhr, kurz mal vor meinem Feierabend, hat's angefangen zu schneien. Sehr schön. Kann nicht besser werden. Ja, überhaupt nicht. Ich sag mal, der Tag morgen kann immer besser werden, theoretisch. Also ich würde denken, wir müssen weiter nach Süden. Nein, warum nach oben? Nach unten, wir oder? Kommen. Ja, mal ganz ehrlich, warum sollten wir, wenn wir unten waren und alles fertig haben, hier eine Pause einlegen, damit wir wieder hochgehen? Das gibt für mich keinen Sinn so. Glaube, sind wir vor. Sind wir? Nee, aber sind wir nicht letzte Woche Donnerstag von oben gekommen? Ja, sind wir. Und deswegen müssen wir runter, denke ich. Okay. Weil sonst hätten wir doch keinen Break hier gemacht, finde ich. Hätten wir unten alles schon erforscht, dann hätten wir doch hier keinen Break gemacht, wir wären direkt rausgegangen oder nach Hause. You know what I mean? Ja, auch sein. Hier geht's weiter. Lava. Als wären wir in der Hölle direkt, ey. Sind hier Gegner? Das ist echt kein. Zimmer war nicht. Ist ja auch kein. Jetzt wäre es Fernglas gut, haha. Aber irgendwie kommt mir das doch gleich bekannt vor. Ja, wir waren hier schon. Naja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, oder wollten wir aus der Höhle das letzte Mal raus? Ich glaube, Dildo hat doch recht. Ich glaube, wir wollten doch raus, weil das kommt mir sehr krass bekannt vor, als wenn wir hier schon waren. Na, wir können hier rennen Gegner rum. Hier rennen Gegner rum. Hier rennen Gegner rum. Ist tot? Ja. So, wollen wir schlitzeln? Es rutscht runter. Zählt's doch? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir raus, oder? Weil ich glaube, das hat man letztens schon alles gemacht. Das ist ja hier die Endhöhle quasi. Wir können ja durchlaufen und gucken, entweder gibt es vielleicht ein anderes, neues Ende, oder im Endeffekt schmeißt uns ja dann trotzdem wieder draußen raus. Ja, dann können wir aber gleich hochgehen. Da wollen wir jetzt nicht hier abhängen. Dann lass doch lieber Richtung Fernglas und links gehen. Dann weißt du nicht, wie das heißt. Ich geh gucken. Ja Leute, warte mal ganz kurz, ich muss kurz Medizin snacken. Da kommt schon was. Mach's mir an.
Oh, mach Platz da. Ich hab nur Mollys. Ja, auch mal verbraucht werden. Feuer! Der ist hier runtergerutscht? Ne, hier ist er. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob man da runterrutscht, wenn ich noch einen Schritt mache. Also ich komm ran. Ich auch. David, du nicht. Was du? Links oder? Hier ist. Nee, hier. Ganz gut. Den Stech rein da. Warte kurz. Okay. Ich höre was, Leute. Ich höre was. Ich hab ein Baby gehört. Warte, mal, Baby. 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 Ja, ja, da wird bald, na bald, ich weiß nicht wann, aber da kommt was. Irgendwas kommt, ja. Irgendwas kommt doch immer. Mit der zärtlichen Stimme. Ach so, Leute, Werbung in eigener Sache. Falls ihr das noch nicht wusstet, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne auschecken. Ist verlinkt hier auf Twitch. Auf Instagram und Facebook, glaube ich, auch. Also auf Instagram auf jeden Fall. S&G präsentieren mit dem Schachschaulin zusammen und mir könnt ihr euch mal gönnen, wenn ihr lustig seid. Falls ihr ein bisschen was über Sons of Forest, die Anfänge, mal wissen wollt, falls ihr euch selber das Spiel holen wollt, könnt ihr gerne mal reinkicken. Jo. Damit ihr ungefähr wisst, wie so die ersten Schritte wären. Also. Genau, aber, Alex. Aber das Konzept selber ist komplett frei. Spielen, wie ihr wollt. Wir zeigen nur eine Möglichkeit. Genau. Bei mir seht ihr, wie gesagt, Sons of the Forest im Moment und beim Schachschaulin seht ihr The Witcher 3. Klassiker. Rennt ihr eigentlich, wenn ich den Moll auf euch werfe? Ja, ne? Ja, deswegen lass uns mal. Ist da noch einer? Ja. Ich muss den Moll auf mich. Hättest du ja mal auf dich werfen können. Ich bin extra zurückgegangen. Ich muss auch wieder Medizin nehmen, Mann. Ja. Kannst auch blocken usen. Da schon. Nein, der nächste. Ich will. Die sind neu, oder? Hatten wir die schon mal? Kommen wir nicht so wirklich. Die haben neue Moves drauf, glaube ich. Nee, aber guck dir mal die Arme an und den Kopf. Die sind doch länger, stimmt, die sind länger. Die sind irgendwie anders. Ich würde mal sagen, entweder haben wir nie drauf geachtet oder das ist auch ein neuer Gegnertyp, der mit dem Update kam. Denke ich auch, okay, ich dachte. Letztes Mal hatten wir ja das Ehepaar, ne, David? In dem Bunker, naja, wie man das nennt, Untergrundlabor. Dem Typen im Anzug und die Frau im Kleid, die 2,50 Meter waren. Leute, wollen wir die anderen auch noch starten? Oder heute oh, hier ist noch einer. Wolltest du ihn den Fuß festtackern, Dicker? Er lebt noch. Ja. Ganz ruhig, Leute. Steckt die Schwerter ein. Wir wollen ja hier nicht nur gegenseitig Arme verlieren. Aber Leute, ihr hättet ruhig sagen können, dass ihr das machen wollt. Achso. Gut. Hat Spaß gemacht. Gut, denn hier. Warte, ich hab den nicht. Dann nehmen wir den hier hinten. Okay. Ready? Ja. Warte mal kurz, ich will ganz kurz anlegen. Anlegen? Oh, zwar trinken muss ich hoch. Mit wem willst du dich anlegen? Es leckt ein kleines bisschen. Aber mein Rechner berichtet eigentlich kein Burn aus. Oder das? Vielleicht lädt da neue Sachen. Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht liegt es auch am Spiel. Ja, meine ja, also neue Elemente. Ich kann ja auch mal kurz gucken. Ein Teil der Höhle, der neu ist, hat er vielleicht jetzt nachgeladen. Prozessor nicht mal auf 70, Arbeitsspeicher auf 36 und Grafikkarte auf 60. Also eigentlich alles chillig. Geh mal weg, Alter. Mann, du bist geisteskrank, geh mal weg. Du nennst mich geisteskrank.
Bist du, Alter, du tötest uns bei jedem Spiel? Ich weiß nicht warum, Alter. Zeig dir gleich mal, was geisteskrank ist, mein Freund. Nicht bei jedem Spiel. Na doch, du bist wahnsinnig, Alter, wirklich. Manchmal wache ich weiß gebadet in der Nacht auf, Alter, weil ich denke, du bist unter meinem Bett, Alter. Bei Age of Empires. Und da bin ich. Verteidigt. Ja. Okay. Wie lief denn noch euer 2 gegen 2? Ja, durchwachsen, sagen wir es mal so. Also, Berg hat ja viel die Franzosen gespielt. Mhm. Und, ja, die Leute wissen mittlerweile, wie man die Franzosen hart auskontert. Also, so wie er die zumindest spielt, so übelst aggressiv mit der All-In-Taktik. Mhm. Und, ja, ich brauchte ja noch ein bisschen, um quasi den Beil zu verinnerlichen. War oftmals noch ein bisschen hinten dran mit dem Tech, also mit den Zeitaltern. Ja, also wir haben, glaube ich, weiß ich gar nicht, 8 oder 9 Spiele haben wir gemacht und 3 oder so haben wir gewonnen davon. Weil die dann, also die haben dann auch Berg quasi als besseren Spieler ausgemacht und haben ihn dann einfach 2-1 überrannt. Da konnte meine Armee noch nicht wirklich mithalten. Hm, ja. 8 oder 9? Wie lange habt ihr denn gestern noch gespielt? 3 oder so? 2, 3? Haben wir noch gezockt, ja. Also eine kurze Runde, sagst du? Ja, war eine chillige, schnelle Runde. Oh, da kommt jemand, Leute. Hinter Jusen. Ja, man muss halt wirklich am Anfang echt verinnerlichen, wie man seine Dorfbewohner, und das, ich weiß auch immer noch nicht, wie Berg das hinkriegt im späteren Spielverlauf. Ja, den weiß ich nicht. Nee, vor allem, er hat ja dann, weiß ich nicht, nachdem er das 6. Mal mit den Franzosen oder so verloren hat, hat er dann doch mal im letzten Spiel hat er die Engländer nochmal gespielt. Und ja, dann war er halt. Könnt ihr mir mal helfen? Wo, Dicker? Hier muss ein Stück zuerst. Das kann nicht wahr. Ich hätte gerade selber Probleme. Bei Wars bin ich nicht so kaputt. Ich hab schon. Da ist noch einer. Aber der hat uns noch nicht gesehen. Ja. Ne, bei Worms gewinnst du ja meistens, aber du bist der Erste, der einen Wurm verliert. Das ist auch eine Lüge. Müssen wir mal die Messern? Achso. Kriegen wir wieder Rüstung. Nee. Ich dachte, die Karte. Ah, nee, die. Ah, ja, ab jetzt können wir sie so nicht mehr, okay. Ja. Schade. Komisch. Der Ausdauer ist auch mega gebumst. Sorry. Leute, warte mal kurz, ich muss erst noch trinken. Ah, okay. Kommt schon was. Okay, Leute. Da drüben sind 2, aber die kommen nicht rüber. Kann ich jetzt ganz kurz was essen? Könnt ihr mich schützen? Leg doch Essen auf Kurzwahltaste. Jetzt will ich nicht jedes Mal durchs. Jusen und Kurzwahltaste. Glaubst du doch selber nicht dran, David. Du hast doch jetzt wenigstens einen kleinen Rucksack, den du benutzen kannst. Ja.
Ja, kann er. Du wunderst dich, warum ich dich immer manchmal aus Versehen in Spielen töte. Wenn es aus Versehen wäre, wäre es ja nicht schlimm. Das ist aber das Lächeln dahinter, was mich ein bisschen aufregt. Ach, die Rennschwelle. Genau, weil ich immer glücklich bin. Oh yeah, eine leere Kiste. Juhu, eine leere Kiste. Was war da drinne? Nichts! Ist Nix. leer, Boah, was so soll in der viel? leeren, was soll in der leeren Kiste denn drinne sein? Kannst du mir ein bisschen von dem Nix abgeben? Habe ich noch nicht entdeckt. Hättest du ja mal teilen können. Also Also wirklich, dass du nicht mal Nix teilst, der ist traurig. ja. Achso, hier gehen wir durch, was? Ich denke mal, das ist wieder. Das ist wieder die Tür, ja. Und da ist Petersen, ja. Die Tür. Krabbeln wir mal durch. Vielleicht kriegt er jetzt ein anderes Ende. Kommt jetzt wirklich das Ende nochmal? Ja, sieht so Ja. aus. Er ist ja nicht schlimm, wir bleiben im Play. Und dann suchen wir den Gleiter und das Fernglas. Das ist der Plan. So. Ob da den jetzt einfach zurückgelassen hat? Wir können nicht irgendwie. Der es nicht durchgeschafft hat? Ah, nee, aber den siehst du gleich nochmal wieder. Ist einfach frech. Ja, du konntest das Ding nicht aufmachen. Er spielt im Universum, oder? Sozusagen. Aber ich glaube, mein Ende sieht anders aus. Bei mir ist die Olle noch dabei. Also die Freibeine. Bei mir nicht. Nur Calvin und der andere John Boy. Ja, bei mir auch. Der Taube und der andere halt, ja. Bei dem Backpack-Rapper. Hat er dich nett genug zu Virginia? Ich hab mir mal nicht rot gegeben. Ich weiß ja nicht, welche Spielereien du mit dir gemacht hast, David, aber naja. Ja, du so. Das war jetzt der Trailer zu Matrix. Dieser silberne Wackelkopf da. Sehr schön. Kennt sich. Da ist aber ein Gerücht. Einfach aufgeploppt vor mir. Plupp. Also am besten nicht mit dem Helikopter wegfliegen. Nein. Nicht, was dann passiert. Ich gehe direkt zu meinem Rucksack. Alter. Erstmal musst du gleich den Lecken wieder aufhören. Da war mein Rucksack. Sorry. Schlitzarm ab. Aber warum ziehen wir alle die goldene Rüstung? Ich glaube, das mussten wir machen. Nee, wir hatten ja vorher die eine auf die andere Rüstung. Ja, aber ich glaube, wegen da, wo wir da in diesen Fahrstuhl da reingegangen sind, glaube ich, da haben wir die goldene Rüstung auf die angezogen. Natürlich. Das ist so richtig. Nee, ich glaube, Luft. Weil sonst wären wir, glaube ich, gar nicht in den Fahrstuhl gekommen ohne goldene Rüstung, wenn wir die nicht gehabt hätten. Denke. David, was hältst du eigentlich von Dead Island 2? Sieht lustig aus. Dead Island 1 war ja schon gut. Und den zweiten im Koop zocken, oder was? Klar. Ja, klar. Jetzt soll ich mit dem Kettensägen-Auto überfahren. Ja. Füllen wir einmal alles auf. Plupp. Schmeißt schon wieder mit Pillen um mich. Oh. Ach ja. So, das war gleich mal gucken, wo wir eigentlich sind. Du weißt halt, wo wir so circa hin müssen, oder? Ungefähr, ja. Um.
Ist auch gut, dass wir alle eine Axt danach in der Hand haben. Jo, Kelvin ist da hinten. Wir müssten jetzt hier die Küste hochlaufen komplett, bis wir, so ihr seht, an der obersten linken Ecke ungefähr sind. So ein bisschen weiter über die Ecke hinaus und am Strand lang, und da müssten wir das Fernglas finden. Und das andere ist da hinten auf dem Berg rechts, wo jetzt so dieses grüne zweite Symbol drüber ist. Da müssten wir ungefähr gucken. Also für euch da auf. Ne, ihr hier bei Twitch, meine Lieben, und so, ihr seht es ja. Du läufst einfach vor, ich komme mit Bildschirm. Du läufst an, du läufst vor und wir kommen dir nach, Dicky. Na dann. Dackeln wir mal los. Achso. Aber wollen wir vielleicht kurz pennen? Also meine Müdigkeit ist ziemlich hoch. Und trinken Energy. Gerade am Tag, wenn wir jetzt pennen gehen, ist es dunkel und dann laufen wir durch die Nacht. Ich glaube, es wird langsam dunkel, ehrlich gesagt. Dass Jusen immer schlafen gehen will, ich hab da gerade sein können. Jusen braucht bloß eine leichte Dämmerung sehen und dann kackt er sich schon ein. Also so doll Angst hat Jusen im Dunkeln. Die Sonne geht unter und die Schweißperlen tropfen von seiner Stirn. Ich kann dir genau sagen, wie spät es ist. War leicht übertrieben, aber ja. Es ist 8.45 Uhr. 18.45 Uhr. 8.45 Uhr. 20.45 Uhr. Wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis wir da sind, Leute. Jusen, ich sehe da hinten schon den Mond, geh schlafen. Nee, das ist nur der mit seinem Anus. Stimmt, der sieht so ähnlich aus. Ja, doppelter Halbmond. Er hat auch einen riesen Vater. Warum ist der alle wie mein Anus aussieht? Ja, ja, wir folgen auf OnlyFans, Alter. An manche Abende, die wir zusammen gefeiert haben, kannst du dich ja nicht mehr erinnern, also. Ja, aber weißt du immer, wenn du auf der Couch einpennst, Alter? Oh Gott, wir machen Sachen mit dir. Oh Gott, ja. Aber wir sind immer wieder erstaunt, dass du noch danach so laufen kannst, Alter. Als wenn nie was passiert, so krass. Also Respekt an dich. Wollen wir eine Zombie-Camp hier vorne machen? Nur dann. Dann nehme ich mal einen Katana. Wie bei White Chicks, ne? Wenn du mit einem Schwarzen ins Bett gehst, kommst du mit dem Beutel wieder raus. Ach, komm, mach mal anders, Leute. Hey, die sitzen gerade alle und sind so am Essen und will so, hey, hallo, kann ich mitessen? Bam. Seid ihr öfter hier? Alter, leck das mal. Hinter dir ist ein nackter Roter. Alter, hat der ein Glück. Ich hab keine Muni mehr, oder was? Wir müssen noch den zu Sushi. Doch. Okay. Oh. Jusen wird angegriffen. Geh weg, Jusen! Wer tötet den da hin? Hallo, du da. Er rennt weg. Heigedärme. Die haben die wollten die Flossen abschneiden gerade. Für eine Suppe. Kann mir eigentlich einer von euch Seile geben? Das wäre mega nett. Seile? Nee, ja, das tut mir leid. Das ist Mangelware. Ach komm, schon nur eins, Alter. Nee. Die Seile behalte ich für mich. Muss mir ja meine, meine Hängematte bauen und so. Das ist wie im Knast kippen, Alter. Das ist Gold wert. Jawohl. Da hast du noch ein paar Seile, Alter. Gib dir auch 80 Schachteln Zigaretten dafür. Lecker Schmecker. Das ist yummy, yummy, yummy. Ich bin mit den Haien bei Jusen zu grausam. Jetzt will er sich will er beenden hier. Oh! Das passiert auch nicht. Ich habe ihm nichts getan. Ich habe nur eine Bier getrunken. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg, der Hund. Peter! Selber! Platsch dann da hinten weg. Sehr schön. Ich habe so viele Haie. Na, der Typ hat gab's gesagt, wohl du ein Monsterhai oder was? Tyler, den Typ nicht weggeklatscht habe, der hat gesagt, du kochst voll Kacke und der folgt dir nicht mehr, deswegen habe ich ihn geklatscht. Ah, okay. Aber wenn er mir auf meinem Kochkanal nicht mehr folgt, ist nicht so schlimm. Nee, der hat eh nur Hasskommentare geschrieben. Der ist eh mehr oder weniger eingestampft. Das sind ja keine Haie, das sind Orcas, oder? Ja, stimmt. Killerwale. Baby-Killerwale. Süß. Ja, das ist klar, Alex, dass du so einen Anblick süß findest. Ich hab das gesagt. Ach so?
Aber schön, dass er denkt, dass du das eher bist, Herr Dicke. Das hat sich für mich gerade wie Alex an. Laufen wir noch in die richtige Richtung? Keine Ahnung, Pilots. Ja, immer an Strand weiter. Immer weiter, Leute. Okay, hier sind wir mehr. Das Ganze ist voll. Also da hinter dem kleinen Hügel nach rechts und dann müssten wir es am Strand ungefähr finden. Ich zeig's also, euch denn, wenn wir auch davor stehen, nochmal auf der Karte, Leute. Ich strebe an, eine englische Übersetzung für meinen Stream zu machen. Du kannst meine Synchronstimme sagen, wenn ich möchte. Leute, nicht wenn wir nebeneinander stehen. Sorry. Mach mal, Moni. Okay. Kostet euch das, ne? Macht ihr das nicht gerne, meinen 3 Stunden zu übersetzen? Als meine Geld starten. Einer rennt da hinten weg. David lädt nach. Ich renn da nicht mehr. Arm ab, Alter. Hör auf zu heulen. Ich geh ins Baumhaus. Okay, ist ja gar nicht mal im Baumhaus. In Alter, ich hab hier einen großen. Na denn. Okay, spiel mal mit deinem großen. Wieso ist es klein geworden? Ja, du musst ihn jetzt wohl mit beiden Händen halten, wa? Verstehe. Kopf ab, ja. War da oben irgendwas? Nee. Was? Muss mir noch den Auflade-Move unbedingt angewöhnen. Das Timing habe ich aber noch nicht raus. Was machen wir eigentlich mit den beiden, Leute? Ich meine, ihr seid jetzt schon beide hier ganz schön lang allein. Husen links, David rechts. Viel Spaß. Die sind ja schon bleich von der Sonne. Husen ignoriert den einfach, wa? Ich hab den noch wirklich. Achso! Alter, das ist der Super, Alter! Nein! Das ist der Motherfucker, ja, okay. Sorry. Weg wieder. Weiche Satan, weich, ja. Ja, er fängt nicht an zu brennen, ne? Der ist schon bleich genug, der brennt nicht mehr. Der hat Mondbräune. Der ist sonnebleich, sagt er. Oh, Satan befreit. Lobby ist frei! Ich hol den mit Weihwasser. Ups. Da ist sein Bein ab. Jetzt chillt er. Chillt er. Kein Bein mehr. Jetzt wissen wir alle, was für den Jusen chillen bedeutet. Jusen? Ja. Chill mal. hau mal mit dem Schwert hier rauf. Und dann? Wie geht der an? Ne, gedrückt halt. Wow. Weg damit, was sagst du? Normal machen, muss im Start, du musst dich treffen, dass der Motor angeht. Der geht doch nicht an, willst du mich verarschen gerade? Ja. Der geht an. So, wollten wir gleich mal ein paar Mollys bauen. Was hätten wir davon, wenn er angeht? Dann haben wir einen Motor. Oh. Muni, Schrotmuni hier in der grünen Box. Okay, und jetzt haben wir keinen Motor oder was? Eigentlich sollte der explodieren. Ach, das wollte ich so. Okay. Eigentlich sollte er explodieren, oder? Na, eigentlich. Okay, das ist wieder sehr voll. Irgendwie funktioniert das nicht. Wir müssen halt mal die Granate. Das ist Stück. Heileros? Ja, ich brauche mir bloß neue Mollys. Kann man nie genug haben, Leute. Kann man nie genug haben. So. Wo seid ihr da? Ah, okay. Ich komme einfach über mich rübergelaufen. Jusen ist ein Überläufer? Hätte ich gar nicht gedacht. Ist mir richtig auf der Nase rumgetanzt. Oh, weia. Mir fehlt ein bisschen das Movement von Chatterer. Hättest du wohl, Jan, oder? Ja, ich will auch nicht sliden. Wenn ihr mal für sich sliden überhaupt was. Du willst die mit hoher Geschwindigkeit ins Gesicht fassen? Nein, nur sliden. Nur streichen.
springen Usen dazu, gegen meine Faust zu laufen. Again? Schon wieder? Oh. Aua, aua, aua! Jetzt hab ich keine Ausdauer mehr. Machen wir keinen. Machen wir mal keinen Aua, du Bauer. Dadurch wird keiner schlauer. Oh, was hält? Kennst du sowas wie die Schocktherapie? Nee, will ich auch gar nicht kennenlernen, danke. Warum kann ich mit dem Ding nicht mehr zu? Musst du vielleicht was aus der Hand nehmen? Ja, die trotzdem so. Kommst du klar, Junge? Was denn? Was denn? Was ein echter klar? Gangster, die Waffe immer schräg halten, ne? Ja, man kann auch nicht mehr anvisieren. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war oder ob das so sein soll. Alter Verwalter, wie weit müssen wir denn noch laufen? Obwohl, hier müssten wir eigentlich da vorne, muss doch die Ecke sein, oder? Müssen wir mal gucken. Ist der Gleiter oder das Fernglas? Das Fernglas. Warum gehen wir nicht zum Gleiter? Dann hätten wir zum Fernglas fliegen können. Ja, aber hätten wir auch über die halbe Map rennen müssen. Kritik ist immer schön, oder, Peiler? Ja, natürlich. Dann sind die Kisten hier leer. Hat damit was zu tun? Ich war vorhin schon mal hier, sorry, Leute. Jusen klaut uns den Loot. Und es tat so gut. Sie klaut uns den Loot. Und es tat so gut. Jetzt noch ein Beat runter. Nummer 1. Alter Verwalter, müssen wir noch weit latschen. Du schwankst immer zwischen, Alter, wir müssen noch weit latschen und, ey, das ist ja gleich um die Ecke. Das müsste doch da vorne sein. Wo sind wir denn? Jetzt muss mal eine gute Frage, ob da um die kleine auf den Inseln war oder. Ich glaube, ich muss mir gleich nochmal die Karte aufmachen. Kelvin ist da unten. Weil wir latschen ja richtig. Ach doch, man sieht so ein kleines bisschen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das im Stream seht. Ich sehe die oberste Ecke der Karte. Das muss hier auf diesen Inseln sein. Oder halt direkt hier am Strand lang. Vielleicht nochmal rausgesucht. Zoomt, Tyler. Ich noch mal so. Oh, ich bin schon ganz raus. Aber da unten ist unser Lager. Ich sehe da unten Kelvin war hier oben rechts. In der Ecke. Und das hier der. Ach, links. Und das hier ist fast der obere linke Rand der Map. Und hier soll das irgendwo sein, oder? Ja, ja. Müssen wir mal gucken. Das ganze Areal, was man hier sieht. Ich glaube, dass es weiter rechts noch war. Also nicht direkt gleich an der Ecke, sondern rechts von der linken Ecke. Aber halt die Frage, ob wir trotzdem rumlaufen oder ob wir hier einfach abkürzen. Du bist der Reiseleiter, du entscheidest. Ja, müsst ihr halt jetzt nochmal nachgucken. Ich hab das so sporadisch gemacht, weil ich ja auch wollte, dass wir ein bisschen suchen. Ja, dann suche. Mach ja. Ich weiß, dass es am Wasser am Strand war. Und ich weiß auch, dass es ein Kanu ist. Wenn ihr das Kanu seht. Ist das Fernglas nicht weit? Weil ich glaube, wir müssen noch weiter nach rechts. Aber wir latschen jetzt erstmal hier lang. Was soll's? Ein bisschen joggen. Tut ja auch mal ganz gut. Wir haben 70 Kilokalorien verbrannt. Ich weiß, ob wir hier vielleicht noch was entdecken. Hier hinten waren wir ja noch gar nicht auf den Inseln. Aber es ist ja auch nicht eingezeichnet, also geht man nicht von aus. Vielleicht irgendein Camp oder sowas. Camp David oder was? So ein Düssel heißen. Dass David ein Camper ist. Hier ist eine Höhle.
Oder? Nee, sah bloß so aus, schade. Ey, Dicker, hier sieht es aus wie eine Höhle, aber ist keine. Echt jetzt? Du weißt, wie man die Spannung an dem hält. Ah, ja. Und es regnet. Hätten sie eigentlich Rainforest nennen müssen. Ja, wie sieht das Kanu aus? Wie ein Kanu, oder? Vielleicht ist das Kanu in der Mitte von der Insel. Da ist auch noch ein Fluss drin. Ein See. Dann wäre das Kreuz aber nicht oben links gewesen, David. Okay. Denk mir auch, warum sollte man ein Kanu auf dem See aufmachen? Und sonst guck doch selber nach. Du musst auch mit dem Kanu übers Meer schippern, ich weiß. Ich will doch mit dem Fluss übers Meer schippern. Ein Fluss, was nur aus Zahnstochern besteht, will ich übers Meer schippern. Zahnstochern? Aus Zahnstochern. Ich glaube, wenn du genug davon hast, kannst du damit auch ein Boot bauen. Ja. Ja, der Yacht, Digga. So ein Stecksystem oder was? Ja, man kann es ja verleimen oder irgendwie verteeren. Ja, mach Betern und Federn, dann hast du gleich warm. Und es fliegt vielleicht durch die Feder. Fliegende Flows. Ja, fliegende Flows. Guck mal da oben, ein fliegendes Flaus. Würde mir gefallen, ja. Die neue Interpretation von der unendlichen Geschichte. Fusen mit seinem fliegenden Flaus. Vielleicht mal abbiegen und schon mal zum Wasser gehen. Was? Boah, wollen wir abbiegen und zum Wasser gehen? Zum Wasser gehen? Ja, zu dem Wasser. Okay. Wenn du dahin möchtest, gerne. Ich denke zwar immer noch, dass es Zeitverschwendung ist, aber okay. Ich wollte nur mal gucken. Die ist auch okay. Zeitverschwendung. Mich doch interessieren, vielleicht ist das ein geiler Spot, wo man sich ein Haus bauen kann. Oh, hast hier auf jeden Fall viele sehen. Du wirst einfach nur feuchte Löcher sehen. Kann ich verstehen. Jeder hat halt so seine Vorlieben. Ich bin dabei, kein Ding. Ich bin hinter euch. Ich komm von hinten. Wir werden schon mal begrüßt, auf jeden Fall. Ja. Da will jemand sein, bevor ich das Loch nicht teilen. Komm schon. Ich bin nur einmal kurz. Sind die im Wasser? Okay, der kommt. Die kommen hier von der Seite. Ja. Wie viele Leichen da im Wasser liegen. Ist der fucking Schildkröte. Sehr elegant. Okay, und was macht die? Die hat die vielleicht gekillt? Jupp, ja, da schwimmt sie. Die Killer-Schildkröte. Wollen wir die essen? Ja, hier heißt es. Fressen oder gefressen werden. Ja, dann kann man Schildkröte. Ah, der ist noch eine Schildkröte. Das sind voll viele Schildkröte. Ja, aber wie können wir mit denen nichts machen, oder? Ja, Schildkröte kannst du essen. Ja, toll. Außer töten können wir mit denen nicht immer. Mhm. Reicht doch nicht. Was willst du mehr, ja? Erst du dich mit denen wieder paaren, oder was? Bauen. Wenn es regnet, hat sich das gefüllt. Stimmt. Stimmt. Aber ich habe auch vergessen, dass es im ersten Teil einen Hängegleiter gab, Jusen. Gab's da? Ja. Ich glaube, das ist Fake News. Fackeln, Jusen? Aber hier hinten ist auch so ein Spot, wo man so denkt, ey, da hier könnte man auch nicht mit den Eltern liegen. Tot.
Hi David. Hallo. Aber wenn hier so viele Viecher sind, dann musst du hier doch auch irgendwo im Dorf sein, oder? Gute Frage. Vielleicht sind sie Nomaden. Hier hätte ich mir irgendwas vorgestellt. Das war, ja, glaube ich, ein bisschen buggy, aber. Was? Dass hier eine Höhle hinkommt, meinst du? Ja, oder dass hier wenigstens ein Item liegt. So weit sind sie noch nicht, David. Schwing, 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 schwing. Oh, das war gleich der Kopf. Komm mal runter! Pass auf, nicht. Wenn hier so viele Viecher sind, die müssen irgendwas sein. Also ich laufe da mal unten zum Strand. Ich bin bei dir. Hier kommen auf jeden Fall immer mehr. Ich laufe mal hier. Schwing! Vielleicht mal ein Stein. Was? Unter dem Stein ist eine Höhle drunter? Passiert ja öfter in Games deswegen. Der Regen ist so laut, Alter. Okay. Was? Wie bitte? Kann ich nicht hören, ich hab Wasser in den Ohren. Ich hab Ohren im Wasser? Wir könnten auch hier mit dem Schlitten einfach runter, ne, Alter? Ja. Falls wir hier runter müssen. Jo, aber ich glaube, wir müssen. Ja, zum wo meinst du, ist das Kanu? Auf dem Berg oder eher am Wasser? Wasser. Deswegen, wir müssen eigentlich wieder weiter in die Ecke laufen und dann auf die andere Seite. Ich denke mal, man sieht es da schon auf meiner Minimap, da ist das kleine bisschen Strand oben. Ich denke mal, dass es da ungefähr ist. Und wenn es da nicht ist, dann gucke ich nach. Wo ist er kein Floß, ist ein Kanu. Kanu! Läuft uns hinterher, schnell flüchtet. Ich höre wieder was piepen. Seid ihr hier unten? Ja, hier. Mensch, das sieht ja aus wie der Weg nach Mordor oder die Steintreppe. Welche Steintreppe? So kann man es auch machen. Wartet Leute, ich rutsche ganz entspannt runter. Wie ist er da gesagt mit Schlitten? Ich wollte aber laufen. Er ist auch gelaufen, muss ich jetzt hören. Uff. Sind wir gleich da? Ich denke doch. Hunger. Was ist denn? Ich muss da. Ich muss trinken. Na, dann geh doch. So, da ist ein McDonald's, hab ich hin. Können wir nachher noch eine Runde Golf spielen gehen? Das ist Golf. Hätten wir uns bloß mal den Golfplatz markieren sollen. Ubala. Ja, ansonsten spielt er einfach Golf hier zu dritt. Mach das einfach so Bild in Bild. Mach einen kleinen Bildschirm auf. Wenn wir hier so einen Laptop oder so finden, machst du das Bild da auf. Heutzutage spielt man nicht mehr mit körperlicher Anstrengung, man spielt alles nur noch online. Ja. Frische Luft. Also, was du jemand hier Steine braucht? Hier sind eine ganze Menge. Erstmal Dosenfutter.
Kann ich es nicht einfach so essen? Doch. Ganz. Lecker. Also die Spinne kann man nicht mit einer Shotgun töten. Was? Eine Spinne kann man nicht mit einer Shotgun töten? Ne. Wo hast du denn gerade eine Spinne gefunden? Ja, so ein Spinne im Wasser. Sind Spinnen ein Geißen? Ah, der war weg. Okay. Ja, es gibt auch giftige Spinnen. Die beißen ja ein. Die killen dich ja nicht zu Tode. Was sind denn hier Spinnen? Spieljusen! Achso. Also ich sehe keine, David. Ich weiß nicht, was du jagst. Hier unten waren gerade zwei schwarze Spinnen, die sind gekrabbelt. Komm auch manchmal, wenn du einen Stein... Achso, weil ich die Steine alle aufgehoben habe. Ah, nee, die sind egal. Die sind manchmal unter den Steinen. Ja, weil die, wie gesagt, willst du die snacken oder was? Verwack snacken? Ich zähle wirklich daraus. Da links kommt ein Gegner? Eine Chitin-Rüstung. Ich weiß ja nicht, wie viele Stunden wir sammeln hätten müssen. Alter Verwalter, okay, hier kommen drei. Oh, da sind drei, ja. David hat einfach in dem Spiel schon seit 3 Tagen nicht mehr geschlafen, deswegen sieht er da überall Spinnen. Ich glaube, das hat ihn vielleicht noch frei. Ja, schlag mich noch. Ja, komm doch nah. Komm doch immer näher, wenn ich mit dem Katana aushole. Du holst ja die ganze Zeit mit dem Katana aus. Steckst du das zu, wenn das Vieh schon längst tot ist? Man kann nie sicher genug sein. Die tun manchmal nur so. Gut getarnt mit ihren Blättern genau am Strand. Ne? Die hätten sich ja einbuddeln sollen. Aber naja. Die Jungs üben getarnt. Ne? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja. Das ist erstmal alles vorbei. Hat sich ausgeübt. Der im Urlaub. Die tarnen sich nur als tot, die kommen gleich wieder. Dann sind sie echt gut, ja. Ohne Arme, Beine und Kopf. Ja. Ist nur simuliert. Ist alles nur ein Stecksystem, ist okay. Warum schreien die denn immer nicht mehr? Ja, die erschrecken sich immer. Okay. Ich höre nochmal, wir kommen in Frieden, bitte tötet uns nichts. Und wir, bam. Oh, war der Arm ab? Nee, der war ein Fuß. Mir vor der Nase geflogen. Hält sich den Arm hier. Hier ist aber ein Fuß, David. Da hast du einen Arm und einen Fuß abgeschnitten. Oh, jetzt okay. Sind beide Arme. Ja. Erlöst. Aber für mich sieht ein Arm so ein kleines bisschen anders aus. Ach, Quatsch. Lieber Arm ab als Arm dran. Ich verstehe kein Spanisch, was? Hä? Ich nixe verstehen? Spanisch? Espanola liegt da. Ah, okay. No hablo español. Find der Deutsch schon schwer, aber. Parlez-vous de français? Ich glaube, der will ein Baguette. Der nächste Schuhladen ist im Sterncenter. Ich glaube, er hat gerade einen Tee bestellt. Es wird langsam dunkel. Das gefällt mir nicht. Nach jetzt fängst du ja auch schon an wie Jusen, 17 Uhr, ist da, nichts mit dunkel. Ist ansteckend, oder was? Ja, du bist ansteckend, ja, das hab ich noch. Der Jusen-Faktor, der ist wie der schwarze Tod, Digga, wie die Pest. Aber nicht ganz so schlimm auf jeden Fall. Ja, nicht ganz so tödlich, aber genauso ansteckend. Aber du lächelst mehr dabei auf jeden Fall. Du bist immer ein Dauergrinsen. Warum sind hier jetzt keine toten Orcas? Weil es hier aber keine toten Orcas gibt, David. Ja, du hast doch gesehen, wo die sterben. Hier kommen sie auf die Welt, Digga. Die andere Uferseite.
Ja. Den kennt sich bestens aus, sterben. Der ist nämlich auch vom anderen Ufer. Wer ist vom anderen Ufer? Die Orcas. Da wollte ich mal rein, ey. So. Okay, ich hab, das ist eine kaputte Scholle, ne? Ich hab gehört, die fressen die Robben nicht. Die entführen sie. Und mit ihnen ganz schlimme Dinge. Ist doch hier ist eine Schildkröte, hier. David. Du wolltest doch eine Schildkröte töten, dann bitte. Jetzt nicht mehr. Nein, lass die doch. Das ist Karl. Lass Karl in Ruhe. Okay. Die ist aber eine hübsche Schildkröte. Deswegen, mega hübsch. Aber Paya, du hast doch Molotovs, oder? Lass hier eine Uhr hier. Oh, das ist abgesprungen. Der Kopf war einfach ab. Ich wusste nicht, hören. Oh. Hast du sie gerade in Luft gesprengt? Nein, ich doch nicht. Ich habe nur ein bisschen Hunger. Guck mal, Jusen. Okay. Wenn wir hier jetzt nicht gleich finden, muss ich wohl doch mal auf die Karte gucken. Heiler, man hört deine Frau. Ja, ich kann das vielleicht nicht nehmen. Jo. No. Kann ich jetzt nicht ändern. Das nehmen. Okay. Das ist halt manchmal leider so. Ich kann mir jetzt bloß die ganze Zeit drüber quatschen, dann hört das vielleicht nicht. So, Jusen, ich hab den Panzer einfach auch wieder oben drauf gelegt. Der geht's gut. Der Robert vorhin, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Du hast dir den Panzer wieder raufgelegt? Auf jeden Fall. Ja. Die ist jetzt weiter ins Wasser gekrabbelt. Kommt jetzt weiter. So, wollen wir vielleicht ein Nachtlager aufschlagen? Ja, wow, können wir ja machen. Ich würde sonst mal auf die Karte gucken. Mach das. Bleib hier mal kurz stehen. Man kann ja beides verbinden. Und dann gucke ich mal kurz, Leute. Ja, 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 ja. Mit uns verbinden. So. Ich hab gesagt, das war eine einmalige Sache. Und du hast mich eine Woche dran gelassen, ist ja, doch schön. Ja, ja. Wissen, hab ich eigentlich schon mal gesagt, dass du echt bescheuert in dieser goldenen Rüstung aussiehst? Ach, halt doch auf, das sagst du doch nur so. Was würdest du denn von einem Typen denken, der bei dir in den Laden kommt und die komplett goldene Klamotten anhat? Also jetzt keine Rüstung, aber komplett Gold so. Ja, ich würde zu ihm sagen, ey Dicker, ich bin ein größter Fan, dürfte ich ein Souvenir von dir haben? Ich erkenne den Helm. Dir fehlt noch eine Goldkette, guck mal unser... Achso, da war letztes Mal schon das Problem. Ach nee, wir können ja mit Stöckern. Wir haben da Stöcker, mit dem wir umstöckeln. Na gut, dann sichert die goldene Rüstung aus, okay. Scheiße. Du siehst halt echt dick in der Rüstung aus. Okay, dann siehst du auf jeden Fall aus. Wir sind hier unten, wir sind genau in der falschen Ecke. Genau gegenüber die andere. Dann laufen wir einfach weiter, dann haben wir es heute geschafft, einmal um die ganze Insel zu laufen. Naja, aber wir müssten theoretisch, glaube ich, beim Gleiter in der Nähe sein. Ich guck mal kurz. Ach, die waren beide hier, oder was? Ich dachte, der Gleiter wäre ganz woanders. Der Gleiter ist auch woanders, aber dadurch, dass wir ja mein Fehler, voll in die falsche Richtung gelaufen sind. Der Gleiter ist da. Okay. Gut, Peiler, gleich ist es vorbei. Wir sind hier unten. Okay. Gut. Ich habe keine Munition. Ich würde sagen. Schlafi? Warum wollt ihr denn schon wieder schlafen? Es ist 18:30. Da wart ihr aber kreativ mit dem Bett, wa? Ja, sehr gemütlich. Markenklebeband. Das war scheiße, ey. Mhm. Oh, die Sonne. Die blendet. Ja, naja. Okay, also für Dings müssen wir hier über den Berg. Wer wird? Ich würde den Gleiter als erstes tun. Jo, das machen wir jetzt auch. Ich sehe auch schon den kleinen Zipfel da hinten, wo wir hin müssen. Du hast Zipfel gesagt. Ich würde gerne nochmal sehen, wie ihr zu dritt auf diesem Bett liegt. Ich lieg oben. Naja. Okay, dann lege ich halt unterm Bett. Unterm Bett? Ich bin aber. Du kommst trotzdem ran, ne?
Na, von unten stecke ich mal die Finger durch. Ja, ja, es sind die Finger. Auch mal die Zehen. Oder was ähnlich groß ist. Wieder kleine Zehen oder was? Was ähnlich danke groß ist, finde ich gut. Ja, danke für die Wertschätzung. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so groß denkt. Seine Nase. Ja, genau. Oder worüber denkt ihr? Okay, ist nicht der beste Weg hier hoch. Aber es funktioniert. Gut, du bist der Reiseleiter. Wir folgen dir. Ja, merke ich, David. Tut mir ja leid, ich musste zwischendurch noch was essen und trinken. So ist das, ja, ja. Wir hatten immer nur persönliche Belange, Alter, ganz ehrlich. Okay, mach mal die Tür zu. Wir sind hier eine Gruppe, Dicker, ganz ehrlich. Wir essen zusammen, wir laufen zusammen. Und das ist gerade Laufmodus. Laufmodus? Na, anscheinend nicht, weil Pfeiler jetzt irgendwie hier Stillstand macht. Pfeiler macht die Tür zu. Dann kann ich mir ja noch eine Dose Katzenfutter reinziehen. Achso, ich wusste nicht, dass er in der Villa wohnt. Dass er erstmal eine halbe Stunde bis zur Tür laufen muss. Eine halbe Stunde? Kennst du auch seine Wohnung? Seine 10-Raum-Wohnung, da muss er erstmal 20 Türen zumachen. Aber wäre es denn zu viel verlangt, einfach unterschiedliche Dosen, was du mal Katzenfutter mal. Hundefutter! Das wäre ja sogar ein witziger Gag gewesen, weil du siehst ja nicht, was für ein Etikett draußen und dran ist. So dass du dann halt immer erst siehst, okay, wenn du die Dose aufgemacht hast, was du wirklich für Essen hast. Eine Beifangdose, da waren Orcas. Ja. Eine. Was weiß ich nicht. Eine Wachteldose. So kleine Wachteln drin. Kleine Wachteln. Aber keine Eier, nein, richtige Wachteln. Das ist jetzt die Frage. Wir kommen hier auf der Seite nicht hoch und rüber. Das wäre der kürzeste Weg. Ja, müssen wir rechts rum oder links rum? Ich bin wieder am Berg drin. Ich bin der Berg. Oh, ich will auch in den Berg. Warte, ich komme, David. Hui! Kommt man hier hoch? Ja, guck mal, hier baue ich mein Haus. Oh, das ist sogar eine geile Aussicht, wenn man die Bäume weggekloppt hat. Reisegruppe Cheater. Aber die kommen da trotzdem nicht hoch. Ist doch egal, einfach für die Experience. Jetzt sagst du. Wo ein Wille manche ist, ist vielleicht auch ein. Naja, okay, hier sieht es ein bisschen steil aus. Nee. Der User hat so recht. Das funktioniert auch nicht. Hupala. Hupala. Davidoff, kommst du oder? Ja, ich bin da unten. Da steht der Tarabino. Am nächsten Fluss mal wieder was zu trinken einstecke. Aber auch trinken, wenn man Energies hat. Ich glaube, ich habe keinen mehr oder nur noch einen. Ja, bei mir ist auch rar. Hier war eine neue Frucht dabei. Ich hab sie nicht gegessen. Auf jeden Fall pfeift da schon aus dem letzten Loch, mein Dude. Das ist doch schön für ihn. Wenigstens kann er pfeifen. Und flöten. Und hatten wir. Schon mehr als andere haben. Der ist so wohlhabend. Gibt aber nichts ab von deinem Von deinem Standard. Ich hab auch ein Loch in meinem Geldbeutel. Richtig im Kopf hab da hinten. Immer weiter geradeaus, wenn wir da langkommen. Er bietet sein Loch halt nicht jedem an. Ja, das ist wahr. Aber zum Pfeifen ist okay. Das hört sich dann an, so wie wenn man in eine leere Flasche pfeift oder so pustet. Ja. Komm aber spät, David. Nee, das sieht irgendwas ich will gar nicht drauf wissen, wie du das herausgefunden hast, Pfeil. Ja, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, ne? Ich bringe mal Arschmusikant. Jeder pfeift in einem anderen Loch. Das ist ja keine Panflöte, sondern Arschflöte. Oh nee. Wir stellen uns dann alle im Kreis, beugen uns nach vorne und dann geht's los. Das ist der Arschkrampen.
Ah, schön. Nun gehen wir hier mal hoch. Und dann müssen wir nach links. Die Sonne ist hell. Ach so, echt? Das ist neu. Ich dachte, das ist der Mond. Auch ein Update. Ey, wir gucken da nicht so doll. Siehst du mal, ich helfe euch doch gerne. Nicht, dass du es für einen Vollmond hältst und zu einem großen Affen wirst. Okay, guck mal, ein großer Affen. Nicht immer. Ja, bei Dragon Ball. Also. Wenn die da so einen Vollmond gucken, dann werden die so groß. Stimmt. Drackenbrühl. Oder wir müssen dir den Schwanzer packen. Nicht schon wieder. So, gerade erst verheilt. Die Überschneidung nimmt kein Ende. Eine Beschneidung ohne Ende. Ein guter Kinofilm. Einen Titel können wir gleich hier an, na, wie heißt der? Kindsköpfe und so gemacht hat. Aber ist auf jeden Fall uncut. Ja. Das ist familienfreundlicher Film. Na, wer heißt er denn? Adam Sandler? Genau. Holla Adam. Und dann macht Olle Duck bestimmt auch wieder mit. Kevin James. Er läuft nicht so schnell. Ja, gut, Pizza. Salon, Salon. Duck und Carrie. Atta, atta, atta. So, ich sehe den Zipfel da schon. Bin nur noch auf die Spitze und dann wird runtergerodelt. Ich sehe auch mal ganz viele Zipfel. Aber du rodelst die runter. Soll ich dir mal einen richtigen Zipfel zeigen? Zünd mal den Knaller. Irre. Ach, das ist ja noch ein Berg. Okay, dann laufen wir auf den Kamm weiter. Berg auf dem Berg? Ein Berg auf dem Berg? Da ist ein Berg neben dem Berg. Wo ist Berg? Da ist ein Berg. Da ist ein Berg neben dem Berg. Ein Cyberg. Ein Whiteberg. Ein Whiteberg. Und ein Blackberg. Ein Blackberg. Was ist das? Sowas wie ein Blackberry oder? Und ein Whiteberg ist dann sowas wie so, ein, so eine weiße Tafel, wo man durchschreiben kann? Ja, sowas wie ein MacBook oder so. Oder so, ja. Das sind Schokoladensorten. Whiteberg, Blackberg. Berg, dir deine Meinung. Double Blackberg. Mit Schokobergs. Schokobergs. Nicht Schokobons, sondern Schokobergs. Und jeder Berg ist mit einem Haps drin. So, hier müssten wir jetzt eigentlich Kerzen gerade runterrodeln können, links. So mehr oder weniger. Na gut, dann rodel vor, ich guck dir hinterher. Jo, latsch aber noch ein kleines Stück. Da, wo du runterrodelst, rodel ich auch runter. Na, ne, klar. Dann bleib ich ausstecken. Ja, ist doch schön steil, schaut gut aus. Ja, das sieht auch gut aus, hier geht, oder? So wie ich mich kenne, ich rutsch wieder 100 pro dran vorbei. Aber schauen wir mal. Rutsch mal vor, damit ich weiß ungefähr wohin. Rutsch vor! Ja, warte mal kurz. Okay, du, ich will keine Hektik vorsehen. Da so unten, okay. Wuhu! Okay. Wie ein Flummi abgeprallt. Hat schon mal selten funktioniert. Ja. Oh, okay, bei dir. Ich bin jetzt voll bei dir abgeprallt. Steig einfach ab, das mit dem Springen winkt nix. Denn, nochmal! Ja! Wuhu! Weggeflutscht. Dicker, ich bin auf dem Mond. Scheiße. Wow! Okay, ich falle auf. Alter, viel zu weit zur Seite. Hör auf zu rutschen! Danke. Alter Falter. Ich rutsche immer noch. Okay. Okay, jetzt muss man der Karte nicht daran. Fuck. Hier. Irgendwo müsste es sein eigentlich. Das ist los.
Nee, der Gleiter. Ah, ja, okay. Okay, okay. Ich sehe schon mal ein Camp. Ah, ich glaube, ich sehe da vorne den Flügel vom Gleiter. Warte mal, ich nehme das mal aus der Hand. Da ist doch ein Flügel. Da ist er ja. Da ist er ja. Der Archeopteryx. Wir haben den Gleiter. Also genau hier hinten an dem Zipfel, Leute. Warte, ich... Das vielleicht auf der Karte seht. Ich bin zu weit runtergerollt. Ich bin nicht bei okay, euch. David hat ihn erstmal runtergeschmissen. Sehr schön. Aber oh. Hier genau auf dem Zipfel. Ich ist jetzt weg. Ich hab den genommen bei mir. Jo. Jo, meiner ist jetzt hier irgendwo runtergefallen. Der ist weg. Okay. Hast du da noch einen Gleiter, Jusen? Nö, ne? Nö. Als ob der runtergefallen ist. Ist er, er ist hier rechts runtergefallen. Hier müssen wir jetzt runter und gucken, dass der da irgendwo liegt, sonst können wir ihn nicht einsammeln. Ja gut, das war aber bei jemand.